Ein Hallo und willkommen zu den Showbox. Es geht weiter mit Legend of Kivas und der Technikerin in der 38. Woche. Ich glaube, bald ist der Champion und das Kapitel 3 Ende in Sicht. Aber vorher müssen wir hier nochmal ein paar Veteranen in die Flucht schlagen. Ich bin eigentlich dafür, dass wir den Meisterbonus holen. Jetzt schauen wir mal gerade nochmal hier, wie es aussieht. Na, das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Richtig fette Monster. Weißt du was? Ich glaube, wir machen die mal vorne hin. Und dich machen wir nochmal nach hinten. Genau, so ungefähr. Und dann schauen wir mal, was wir hier gegen die Veteranen im verfluchten Tempel anrichten. Es sind nur Stufe 3, von daher. So, was haben sie denn? Der macht Gift vorne, Eis vorne. Okay, und der macht im Bereich... Okay, Natur vorne und Eis vorne. Das ist natürlich nicht gut. Da brauchen wir irgendein Opfer. Wir hatten mehr Leben. Ja, ich glaube, da müssen wir ihn hinstellen. Und dann kommt der Dragon. Und er zum Schluss. Was haben wir denn hier? Da muss der Goblin-Mechaniker her. Gift vorne. Yep, das machen wir so. Und dann machen wir das hier. Magnetfeld. Nächste Monstergruppe erhält 40 Barrierepunkte. Erhöht die Geschwindigkeit. Das bringt nicht viel. Der hinten ist gelähmt. Machen wir Magnetfeld. Ich glaube, das können wir ein bisschen gebrauchen. Genau. Wunderbar. So läuft das hier ab. Er hat es noch überlebt. Aber das war's für ihn. Oh ja. Mal schauen, ob er den Schlag überlebt. Er hat es überlebt. Sauber. Bogensammler holen. Okay. Alles fein, alles fein. Die werden jetzt alle vergiftet. So stark. Ah, der hat Natur. Okay, ja, das ist klar. Kein Wunder. Ja.
Wow. Heftiger Schaden. Das rafft sie aber weg. Und da vorne kriegt auch richtig krassen Schaden. So, der hat 11 Gift aus sich. Und das war's für ihn. Kommt nicht mehr durch. Ja, noch ein paar Leben mehr. Können wir gut gebrauchen. So, wenn wir jetzt noch Robert vorne reinholen, dann ist das die brutalste Kombi, die es jemals gab. Er und er. So, Frostbeule hinten. Oh, Frostbeule noch hinten. Da mal ein Workout. Und mal Trainer. Trainieren wir Robert. Der macht jetzt nämlich 3 Brennen. Ereignis. Dr. Wunderheilung. Ein merkwürdiger Typ, der sich als Spielzeug macht, vorstellt. Klopft an deine Tür und bietet dir seltsame Arme diese Dinge zum Kauf an. Aha. Okay. Wir bezahlen mit unserem Leben. Oder ist schon der Champion? Ich glaube, das ist das Ende. Ereignis. Wir geben hier ein Opfer an Blut. Was haben wir denn bekommen? Oha! Wir haben das Vieh hier bekommen. Dann könnten wir noch ein Workout machen. Machen wir mal ein Workout noch. Erstmal ein bisschen hier. Und ein paar Leben dazu. Aber was können das noch? Und dann ist der Champion hier. Schneller als gedacht. Schauen wir gerade nochmal schnell die Angestellten durch. Bin ich sehr zufrieden, wie sie aufgestellt sind. Und dann gehen wir rein. Sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Wir sind so stark. So, wen haben wir denn hier? Die Zinaida. Naturschaden, Körperschaden und Eisschaden hinten. Der Eisschaden hinten ist natürlich ein bisschen, ja, schade. Körperschaden vorne. Und Naturschaden im Bereich. Ist auch nicht gerade besonders gelbe vom Ei. Feuerschaden sind sie aber nicht so effektiv gegen. Eisschaden hinten, ne? Das ist. Das ist das Einzige, was mich wirklich ein bisschen aufregt. Robert kann genau einen Angriff machen. Und dann ist er weg. Und was ist, wenn wir Robert in die Mitte stellen? Schauen wir mal. Machen wir das mal so. So, dann haben wir hier den Goblin, den Gnome-Mechaniker. Vorne Körper, ne? Ja, hinten Eis, ne? Wer ist Level 3? Der hat 95 Leben und der hat 80. Der haut ihn ja weg, ne? Luftschaden vorne.
ist effektiv. Eisschaden hinten bringt auch nichts. Die brauchen erst. Springt zum Heldenhindernis, wenn die Moral des Ziels unter 75 ist. Was auch schon ziemlich nice ist, muss man schon sagen. Aber das lasse ich mal so stehen, wie es ist. Und ja. Die mechanische Spinne. Hinten Körperschaden, ne, machen wir die mechanische Spinne. Oh mein Gott, den hat es hinten wirklich weggelasert. Das habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Okay. Du bekommst jetzt wieder alle Leben. Oder fast alle. Das reicht, glaube ich, ihn zu killen, ja. Aber egal, die haben schon mehr als die Hälfte von den Leben verloren, teilweise. Ich mach mal einen Probensammler. Den in die Mitte reinsetzen, dann ist sie schon mal weg, ne? Eins. Zwei. Drei für dich. Und noch einer für dich, so. Schauen wir mal, was ich für dich hab. Da. Schön vergiften. Wow. Flammenwerfer. Okay. Normalerweise müsste jetzt drauf gehen, richtig. Rein. Die kommen zwar durch, aber nicht wirklich weit. Die macht jetzt sogar doppelt. So, dann machen wir, glaube ich, mal. Sind schon stark, aber überhaupt kein Problem. So, noch mal einen drauf. Der Ritter gibt mir jetzt zwar ein bisschen heftigen Schaden, aber das ist der Sieg. Good news, Lyra. We found a new secret laboratory under a company-owned temple. We've cleaned it up and are giving you the keys. I warn you, the place is worse than in your worst nightmares. Mutilated corpses, genetic experiments, flashing lights, the lot. I'm sure you'll find something great with which to scare humans. Bin ich mal sehr gespannt, unser nächstes Kapitel. Wunderbar. Das könnte eventuell, yep, 2 Level geben. So many ideas. Da haben wir das dritte geschafft. Haben jetzt die mechanische Spinne bekommen. Und da haben wir Gänsehaut. Alle Fallen erhalten verbissene Fallen, okay. Das vierte Kapitel mit der Technikerin. Interessant, so. Aber als nächstes gehen wir schon in Kapitel 5 mit dem Sklavenhalter. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an.
Der hat hier Frostbeule. Moralverlust. Also ich muss definitiv auf Moralverlust hier gehen. Da hat auch richtig viel gegen Moral. Schauen wir mal ganz kurz die Talente an. Chance auf 20% demoralisiert mit Fallen zu verursachen, die Moralverlust verursachen. Chance auf entsetzt. Das müssen wir definitiv dann hochpeitschen hier. 1, 2, das müssen wir hochpeitschen. Das machen wir. Wunderbar. Verleiht dem Meister die Chance, aufgebracht zu werden, wenn er Schaden erleidet. So weit lassen wir es ja gar nicht kommen. Wir haben noch 4 Talentpunkte. Wenn ein Held von einem Monster besiegt wird, erhält die Monstergruppe mit einer Chance von 20% aufgewacht und der Trainingspreis wird reduziert. Verleiht dem Meister die Chance, auf aufgebracht zu erhalten. Was ist besser, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich gehe mal so rein. Genau. Das finde ich eigentlich richtig nice. So. Das nächste ist gnadenlos. Bin ich sehr gespannt. So, wir machen hier einen kurzen Cut. Die Folge ist extrem kurz geworden. Sorry dafür, aber das nächste Mal mache ich dafür ein kleines bisschen länger. Mit dem Sklavenhalter. Würde mich freuen, wenn du da auch wieder dabei bist. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Mach's gut. Habt eine gute Zeit. Ciao.